Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, eine Frage bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Janine Saisev an. Diese hat über Xiaomi Tech geschrieben, welches sie mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Besonderheit des Xiaomi Mi Bands 2 liegt bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen vergleichsweise niedrigen Preis erhält man volle Leistung und Funktionalität. Was genau das Mi Band kann, erfahrt ihr hier. Fangen wir aber zunächst bei dem Hersteller an. Xiaomi Mi Tech Erfahrungen. Einigen ist Xiaomi Mi Tech vielleicht gar kein Begriff. Xiaomi Mi Tech ist ein chinesischer Smartphone-Hersteller, der 2010 gegründet wurde von Lei Jun. Schon Ende 2013 konnten sie sich in China als Marktführer behaupten. Hauptaugenmerk der Firma ist es, High-End-Smartphones zu entwickeln und herzustellen und diese zu günstigen Preisen anzubieten. Die Mi-Phones stellen den Kern des Unternehmens dar, welche seit ihrer Einführung im Jahr 2013 mit dem Mi 1 auch schon internationale Bekanntheit erlangen konnten. Neben Smartphones gibt es zum heutigen Zeitpunkt auch noch Kopfhörer, TV-Boxen, portable Powerbanken, Laptops und Tablets und vieles mehr. Das Mi Band 2 – Funktionen. Das Mi Band vereint die Funktionen einer Uhr und die eines Fitness-Trackers. Wenn man seinen Arm hebt, erkennt das Mi Band die Bewegung und zeigt die Uhrzeit an. Der eingebaute Schrittzähler verzeichnet zuverlässig jeden einzelnen Schritt und man kann am Ende des Tages oder zwischendurch seine Fortschritte verfolgen und vergleichen. Der sensible Algorithmus kann dabei unterschiedlich zwischen normalen Schritten und sportlichen Tätigkeiten unterscheiden. Ein weiterer Sensor vernimmt die Herzfrequenz. Auch hierbei erkennt das System automatisch, ob es sich um Alltagsaktivitäten oder ein Workout handelt. Damit kann man sein Training so ausrichten, dass man seinen Körper nicht überanstrengt, um seine körperliche Fitness optimal zu steigern, auf die schonende und gesunde Art und Weise. Wenn man zu lange untätig sitzt, erinnert das Mi Band daran aufzustehen und sich aufzuwärmen. Die Intervalle der Erinnerungsfunktion kann man individuell an sich und seine Arbeit anpassen. Die regelmäßige körperliche Aktivität steigert die Produktivität sowie insgesamt die Gesundheit und das Wohlbefinden. Durch die Kopplung von Smartphone und Mi Band über Bluetooth kann dieses anzeigen, wenn man einen Anruf auf dem Handy oder eine andere Notifikation erhält durch leichte Vibrationen. Das ist auch dann möglich, wenn das Smartphone gerade anderweitig beschäftigt ist. Mit dem Mi Band 2 kann man auch seinen Schlafrhythmus überwachen lassen. Da das Armband angenehm auf der Haut liegt, wirkt es beim Schlafen nicht störend. Aufgezeichnet werden die Länge und die Qualität der Schlafzyklen. Dabei wird zwischen Tiefschlafphase und Leichtschlafphase unterschieden. Das Gerät kann außerdem erkennen, zu welchem Zeitpunkt man eingeschlafen ist und wann man aufgewacht ist. Die Xiaomi Mi Band 2 Ausstattung. Das Mi Band 2 ist immun gegenüber Wasser und Staub. Schweiß, Öl oder andere Liquide haben keine Chance, in das Fitnessband einzudringen. Das OLED-Display reagiert auf die Berührung per Finger. Dabei ist es energiesparend, um eine lange Nutzung ohne erneutes Aufladen zu garantieren. Bei mir nun knappe 30 Tage. Die Oberfläche ist gegenüber Fingerabdrücken und Kratzern unempfindlich. Das Armband an sich ist austauschbar, sodass man das Band an seine Outfits oder an seinen Stil anpassen kann, mit verschiedenen Farben. Die Verbindung zwischen Band und Gerät ist so konzipiert, dass ein Verlieren unmöglich ist, da es einen Lock-Mechanismus besitzt. Das Band besteht aus einem umweltfreundlichen, atmungsaktiven und hypoallergenen Material, Silikon, sodass der Tragekomfort bei Langzeitnutzung oder bei schweißtreibenden Aktivitäten nicht eingeschränkt wird. Das Silikonband lässt sich zwischen 155 bis 210 mm verstellen. Dabei sollte man darauf achten, dass das Mi Band 2 stets eng getragen wird, damit man die Sensoren optimal arbeiten können. Die Xiaomi Mi Fit App. In der App werden die Daten gesammelt und stehen zur Ansicht zur Verfügung, darunter die Anzahl der Schritte, die Messdaten der Schlafanalyse und die Herzfrequenz. Man erhält übersichtliche Statistiken, die eine selbstständige Auswertung überflüssig machen. Außerdem lassen sich Alarme einstellen sowie das Verhalten bei Benachrichtigungen. Die App ist erhältlich im Google Play Store und im App Store für Apple-Geräte. Eine offizielle Unterstützung für Windows-Phones bleibt bisher aus. Jedoch gibt es schon einen Drittanbieter, der die Nutzung eines Mi-Bandes mit einem Windows-basierten Handy ermöglicht. Die Bedienung. Die Bedienung des Geräts erfolgt über Fingerberührungen. Bei der ersten Berührung wird die Uhrzeit angezeigt und jede weitere Berührung zeigt andere Nutzerdaten an, wie Schrittanzahl, Akkustand, Herzfrequenz oder Puls. Wenn man nur die Uhrzeit ablesen möchte, reicht die typische Armbewegung, die man macht, um auf seine Uhr zu schauen. Dabei wird das Display aktiviert und es erscheint lediglich die Uhrzeit, die nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Alles weitere geschieht über die Mi Fit App.
meine Xiaomi Band 2 Erfahrungen. Dieser Fitness-Tracker ist der dritte, welchen ich nutze. Überzeugt wurde ich von einigen positiven Reviews im Internet, die bestätigen, dass man hier hochwertige Qualität zu einem fairen Preis bekommt. Lieferumfang und die erste Inbetriebnahme. Im Lieferumfang bekommt man das Silikonarmband, den Mi-Core, also das Herz der Uhr, sowie ein passendes USB-Kabel. Den Core muss man in das Silikonarmband einsetzen, was sich als recht einfach gestaltet. Es macht einen stabilen Eindruck und hat sich während der Testphase nicht von der Stelle bewegt. Von der ersten Nutzung muss man sich beim Hersteller einen Account anlegen sowie die App herunterladen und dort die Anwendedaten eingeben. Ich habe das Mi Band 2 über Bluetooth mit meinem Samsung Galaxy S6 verbunden. Für die Nutzung über den Tag hinweg muss sich das Handy nicht in der Nähe des Mi Bandes befinden, aber eine einmalige tägliche Synchronisation sollte stattfinden, die ist jedoch schnell erledigt. Bei Android gibt es noch die zusätzliche Funktion, dass man sein Handy mit dem Mi Band entsperren kann. Das ist ein cooles Feature und kann durchaus nützlich sein, ist aber mehr eine technische Spielerei. Die Xiaomi Mi Band 2 App. Die App kann mit leichter Bedienbarkeit und Überschaubarkeit punkten. Tatsächlich wird man durch die gesammelten Daten dazu angestiftet, einen gesünderen Lifestyle sich anzueignen. Der Schrittzähler ist auf jeden Fall sehr genau, da man dies leicht nachprüfen kann. Besonders cool finde ich die Weckfunktion. Wie bei normalen Weckern kann man sich zu einer bestimmten Uhrzeit wecken lassen. Jedoch erfolgt dies nicht über einen nervigen Signalton, sondern über sanfte Vibrationen. Zusammen mit der Schlafüberwachung kann man sich auch intelligent wecken lassen. Dabei entscheidet das Mi Band den besten Zeitpunkt zum Aufstehen anhand der Schlafphase, in der man sich gerade befindet. Um trotzdem noch pünktlich in der Arbeit anzukommen, legt man vorab ein Zeitfenster fest, in dem man auf jeden Fall geweckt werden muss. Mit den Funktionen bin ich soweit zufrieden. Ich hatte gelesen, dass einige einen konstanten Pulsmesser vermissen. Das ist allerdings für mich unproblematisch, aber ich wollte es erwähnt haben. Vorteile gegen Nachteile. Die Akkulaufzeit ist überragend. Nach 15 Tagen dauerhafter Nutzung bin ich gerade mal bei 32% des Batteriestatus. Einziges Manko ist das Display, welches bei Überlichtung, also bei direkter Sonneneinstrahlung, kaum lesbar ist. Xiaomi Mi Band 2 Review. Für den Preis ein unschlagbares Einsteigermodell in die Welt der Fitnessanwender. Auch wenn es bei der Lesbarkeit des Displays ab und zu hapert, können die umfangreichen Funktionen sowie die bedienfreundliche App insgesamt überzeugen. Eine eindeutige und sehr klare Kaufempfehlung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.